Kommen wir zum Abschluss noch zu MapReduce. Das taucht im Zusammenhang mit NoSQL-Datenbanken auch relativ häufig auf. Dieses MapReduce ist ein Framework, der ursprünglich von Google entwickelt wurde. Da kommt auch der Name MapReduce her. Das gibt es mittlerweile auch als Open Source und heißt dort ganz einfach Hadoop. Basis für das ursprüngliche MapReduce war das Google File System, GFS, in dem diese Daten vorlagen. Das heißt, letztendlich lagen diese Daten im Filesystem vor und das war eigentlich ein verteiltes, repliziertes Filesystem, das Google File System. Und natürlich in der Open Source Variante, da wird das HDFS als Filesystem oder als Filesystem verwendet. Wichtig ist jedenfalls, die Daten liegen vergleichsweise unstrukturiert in Dateien vor und werden dann durch diese Map-Funktion als erstes einmal verarbeitet. Das Ganze ist ja eigentlich ein Framework, eigentlich müsste man sagen, der MapReduce Framework. Und das heißt, das ganze Grundgerüst der Anwendung ist eigentlich schon einmal gegeben und eigentlich muss der Entwickler grob gesprochen am Ende nur noch die Map- und die Reduce-Funktion schreiben. Und den Rest erledigt der Framework. Soweit jedenfalls die Theorie. Das Grundprinzip dieses MapReduce ist, dass wir Eingabedaten haben und dass diese dann als erstes einmal durch diese Map-Instanzen, durch diese Map-Funktionen bearbeitet werden. Diese Map-Prozesse hier, die werden alle parallel zueinander ausgeführt und die dienen eben dazu, das Ganze, die Daten auszuwerten und Zwischenergebnisse zu erstellen, die dann zwischengespeichert, aber letztendlich dann an die Reduce-Funktion oder an die Reduce-Phase weitergereicht werden. Dadurch, dass Map und Reduce jeweils wirklich parallel zueinander stattfinden, kann ich eben sehr, sehr große Datenmengen bearbeiten, was mir sonst eigentlich nicht möglich ist. Hier haben wir mal das Beispiel. Wir haben eine große Texte und wollen einfach eine Häufigkeitsverteilung bestimmter Wörter machen. Und in der Map-Phase, da werden eben diese Strings geparst und eben die Häufigkeiten bestimmter Wörter jeweils an unterschiedliche Reduce-Prozesse weitergeleitet, die dann diese Ergebnisse am Ende aggregieren und uns dann das Gesamtergebnis zurückliefern. Man kann natürlich, das wird man sicherlich auch mit MapReduce, kompliziertere Sachen machen als Häufigkeitsverteilung von Texten, aber das ist so ein einfaches Beispiel, wie solche MapReduce-Funktionen eingesetzt werden können. Prinzipiell ist es so, dass MapReduce gerade so im Urlaub-Umfeld Online Analytical Processing ja, seine Stärken hat, nämlich Daten auszuwerten. Das sind sicherlich eher Langläufer, also keine Web-Anwendungen, wo der Nutzer davor sitzt und sofort sein Ergebnis bekommt, sondern MapReduce wirklich für den Umgang mit sehr, sehr großen Datenmengen.